Die Bundesregierung will trotz des Streits über den Klimaschutz ihre Kooperation mit den USA und Trump fortsetzen. Es wird weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit den USA geben, auch mit dem Präsidenten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Ja, es bringt keine Verbesserung, wenn man Kommunikationsdrähte abschaltet. Die Empörung über Trumps Verhalten in Sachen Klima ist aber eindeutig. Stimmen aus Deutschland. Wir bedauern diesen Schritt sehr. Wir haben es erwarten müssen. Wir sind aber als Weltgemeinschaft davon überzeugt, dass wir diesen Rückschlag, der es ja doch auch zweifellos ist, werden überwinden können. Und zwar dadurch, dass wir uns letztlich noch einmal fester unterhaken und dass alle anderen für sich entschieden haben, dass sie sich davon nicht beirren lassen werden. Das gilt für große, wichtige Länder wie zum Beispiel China und Indien. Aber das gilt auch für alle besonders verwundbaren Staaten wie zum Beispiel die kleinen Inselstaaten. Mit all denen werden wir entsprechend unserer Möglichkeiten auch verstärkt zusammenarbeiten. Und schon gestern hat ja auch die Europäische Union zusammen mit China eine besondere Zusammenarbeit im Klimaschutz verabredet. Bis zuletzt hatten die Vereinigten Staaten ja durchaus auch eine Führungsrolle in der internationalen Klimapolitik eingenommen. Das ist jetzt ein Vakuum und das wird aufgefüllt werden durch uns, Europäerinnen und Europäer, und durch China. Und ganz sicher will auch Kanada noch eine größere Verantwortung in der Führungsrolle übernehmen. Es wird in Zukunft natürlich auch weiter Klimaverhandlungen geben, aber keine Verhandlungen über das Abkommen, sondern Verhandlungen darüber, wie das Abkommen ausgefüllt wird. Diese Verhandlungen werden ja in diesem Jahr im November in Bonn fortgesetzt. Es wird aber keinen neuen Deal mit den Vereinigten Staaten geben. Das Abkommen ist völkerrechtlich verbindlich. Es ist in Kraft getreten im November des vergangenen Jahres. Rechtlich bedeutet das, dass eine förmliche Kündigung frühestens 3 Jahre nach Inkrafttreten ausgesprochen werden kann. Das wäre also der November 2019. Und dann kommt noch eine einjährige Kündigungsfrist. Das ist dann der November 2020. Das entspricht ziemlich genau den zu erwartenden Neuwahldaten in den Vereinigten Staaten, etwa November 2020. Es kann allerdings sein, dass die Vereinigten Staaten ihre Zusagen, die sie gegeben haben, einfach nicht einhalten, ohne dass die förmliche Kündigung schon in Kraft ist. Denn die kann ja noch gar nicht in Kraft sein. Der Präsident Trump hat ja angekündigt, den Green Climate Fund nicht weiter dotieren zu wollen. Und möglicherweise werden sie auch ihre National Determined Contributions nicht beitragen. Das bedauere ich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten sehr, insbesondere auch der Fortentwicklung der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. Denn Klimaschutz ist ein Innovationstreiber. Und wenn man da jahrelang nicht mitmachen würde, würde man sich selber schaden. Das wissen natürlich viele andere Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten auch. Zum Beispiel auch verantwortliche Politikerinnen und Politiker in den Staaten wie Kalifornien, New York oder Washington, um nur einige zu nennen, die auch schon eine gemeinsame Erklärung durch die Gouverneure herausgegeben haben. Das weiß auch die amerikanische Industrie und Wirtschaft und der Finanzsektor. Also es wird Klimaschutz auch in Zukunft in den Vereinigten Staaten geben. Und ich bin ganz persönlich sicher, dass eine maximale Amtsdauer von Präsident Trump, die durch die amerikanische Verfassung ja auf 8 Jahre begrenzt ist, das wird das Weltklima überstehen. Die Aufkündigung des Klimaabkommens durch Donald Trump ist ein historischer Fehler. Die Vereinigten Staaten begeben sich damit auf einen Holzweg. Es ist seit Jahren so, dass die USA auf diesem Gebiet kein Vorbildland sind. Und es gab die Hoffnung, dass mit Einhaltung dieser Klimaziele sich etwas verändert. Für Deutschland, für Europa und andere Länder ist das eine noch größere Herausforderung. Wir sollten insbesondere in die Klimaziele in Afrika investieren. Es sollte weniger in Rüstung investiert werden, sondern dafür, dass erneuerbare Energien stark werden. Das ist die einzige Zukunft, weil wir ansonsten den Planeten gefährden. Donald Trump hat eine Kriegserklärung an die Welt mit dieser Entscheidung abgegeben. Wir zeigen mit dem Finger auf die USA, zu Recht. Aber ist es nicht an der Zeit, dass Deutschland in Sachen Kohleausstieg eine Vorreiterrolle übernimmt, auch wenn es unbequem ist, gerade in den ostdeutschen Ländern? Deutschland, stimme Ihnen zu, sollte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wir haben unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind von den Zielen weit weg. Und da ist der Ausstieg aus der Kohle ein Punkt.
Das ist klare Beschlusslage der Linken, dass wir dort vorankommen wollen. In den Ländern, wo wir in Regierungsverantwortung sind, sind wir dort aktiv, gerade hier in Berlin sichtbar. Deshalb, die Bundesregierung sollte nicht nur nach Amerika zeigen. Sie sollte den Weg gehen, der mit Paris aufgemacht worden ist. Es ist ja leider so, dass selbst dieses Klimaabkommen bereits ein Kompromiss war. Und es ist leider so, dass auch Deutschland zumindest in der Gefahr ist, diese Ziele nicht zu erreichen. Hier ist konsequentes Handeln in der nächsten Legislatur dringend notwendig. Ich hoffe, dass die Union hier nicht weiter bremsen kann. Für uns heißt der Auftrag jetzt umso klarer und umso deutlicher, gemeinsam europäisch beim Klimaschutz voranzugehen. Wir brauchen eine europäische Klimaunion. Wir müssen dafür sorgen, dass CO2 bepreist wird. Wir müssen dafür sorgen, dass die Europäerinnen und Europäer gemeinsam mit anderen Partnern auf der Welt weiter vorangehen. Der Klimawandel macht keine Pause, weil Donald Trump aus dem Klimaabkommen aussteigt. Und wir machen keine Pause in unserem Engagement für den Klimaschutz. Jetzt gilt es, jetzt geht es erst richtig los. Die Nachricht vom gestrigen Tage stellt die Weltgemeinschaft vor eine historische Probe. Gerade jetzt erst recht gilt es festzuhalten am Kampf gegen die Erwärmung unseres Planeten. Wir sind die letzte Generation, die es in der Hand hat, etwas dafür zu tun, dass unsere Kinder und Kindeskinder uns eines Tages nicht verfluchen für unsere Tatenlosigkeit. Wir können handeln, wenn wir wollen. Die Bundesregierung muss jetzt mit Taten, nicht nur mit Worten glänzen. Das heißt, der Beitrag der Bundeskanzlerin muss jetzt sein, voranzugehen beim Ausstieg aus der Klimaverstromung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie müssen die ausgestreckte Hand von Präsident Macron in Frankreich annehmen. Wir haben die Chance für eine gemeinsame Klimaunion, Europäische Union. Das ist die Art von Antwort, die Präsident Trump versteht. Und ich will das auch als Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dies ist keine Aktion, die sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika wendet. Präsident Trump ist nicht die USA. Ich will das ausdrücklich begrüßen, dass der Gouverneur von Kalifornien, Brown, deutlich gemacht hat, immerhin die 10th größte Volkswirtschaft der Welt, wenn Kalifornien für sich alleine stehen würde. Dass sie an unserer Seite stehen beim Klimaschutz. Diese ausgestreckte Hand der amerikanischen Bundesstaaten, die ausgestreckte Hand der Städte, die sollte man annehmen. Mit ihnen gemeinsam vorbei an Washington, entschieden beim Klimaschutz vorangehen. Und wir in Deutschland, wir in Europa haben jetzt die Chance, ein bisschen zum Vorbild zu werden für andere in der Welt, zu zeigen, Klimaschutz schafft Arbeitsplätze, Klimaschutz hilft uns für die Lebensbedingungen künftiger Generationen und Klimaschutz ist gut für uns alle.